Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Ich sollte meinen Controller anstecken. Sag jetzt nicht, ich muss den. Oh, okay, Moment. Ihr habt gerade kein Bild, ich weiß. Ich muss den Emulator durchstarten. Zack. 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 Hä? Moment. Doppel 1, Configure. Lol, hä? Left, right, A, B, L, R. Select, Start, das. Jetzt geht's, gut. Okay. Ja, willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, was wir machen wollten. Was wollten wir machen? Haben wir Jobliste? Ja, Riesenschlucht. Genau. Wir wollten ja ein paar Missionen machen. Genau. Haben wir Elekid schon im Team? Ja, haben wir. Super, dann können wir gleich beginnen. Nice. Auf zur Riesenschlucht. Na, 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 na. Ja, erstmal, der Part kommt ziemlich spät, ich weiß. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann er oben sein könnte. Locker erst 20 oder 21 Uhr. Denn ja, das Video... ich hatte heute Morgen keine Zeit mehr aufzunehmen. Beziehungsweise heute den Tag über keine Zeit mehr aufzunehmen, da wir mit unserem DSP-Kurs, das ist Darstellendes Spielkurs, ist ein Unterrichtsfach bei uns in der Schule, wir müssen einen Kurzfilm drehen. Und wir haben heute damit recht früh angefangen. Ich glaube 13 Uhr oder so. Und den Rest war ich halt am Pennen und so. Ich bin erst, weiß nicht, wann aufgestanden. Auf jeden Fall, ja, haben wir bis, ich glaube, 15:30 oder so gedreht. Und ja, jetzt ist es 17:17 Uhr, denn ja, ich musste dann noch das Auto, mein Auto abholen von Volta, denn die Batterie war im Arsch und das wurde neu gemacht. Und ja, jetzt bin ich erst wieder zu Hause angekommen und jetzt kann ich erst aufnehmen, deswegen, es tut mir leid, aber ich kann es leider nicht ändern. Gestern habe ich auch nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Hätte ich machen können, ich weiß. Wann sind denn die Quests? Anderes? Missionsziele? Ach, finde Arena-Beere. Wir müssen nur eine Arena-Beere am Ende dabei haben, ne? Stimmt. Ja, okay. Ja. Deswegen konnte ich jetzt erst aufnehmen. Muss ich gleich das Video noch rendern und danach noch hochladen. Und das dauert locker nochmal 2 Stunden. Insgesamt. Und ja, deswegen, es tut mir leid. Aber, ja, kann ich jetzt nicht ändern. Immerhin kommt der Part heute überhaupt. Ich hätte ihn ja auch auslassen können. Aber ich dachte mir so, nee, das ist scheiße. Ich will ja meine 2 Videos am Tag beibehalten. Und dann werde ich heute Abend auf jeden Fall nochmal für morgen aufnehmen. Und für die nächsten Tage. Dann muss ich das nur noch halt rendern und dann kommen die Parts auf jeden Fall. Dann fällt nicht irgendwie ein Part aus oder kommt viel zu spät, sondern 14 und 18.30 Uhr. Gut. Dafür. Das haben wir jetzt geklärt. Schön. Dann würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf unsere Missionen. Missionen. Die jetzt beginnen auf Ebene 9. Hier müssen wir irgendwen retten, glaube ich. Ich habe mir die Mission nicht nochmal durchgelesen. Das ist das Problem. Aber ja. Gut, da ist die Treppe. Da müssen wir noch nicht hin. Nein. Ich wäre da eben beinahe reingegangen, weil ich mir so gedacht habe, ach komm, das schaffst du, Elekid. Nice. Die geben mir echt gute Erfahrungspunkte, ne? Besser als in der Frostwald, glaube ich. Hey, Kleinstein. Komm her. Gefunden. Ja, wir wollen dich teleportieren. Beziehungsweise herausbringen. Und nein, wir wollen nicht verlassen, wir wollen noch weitermachen, denn wir haben ja noch eine Mission hier.
zu erledigen. Die auf Ebene 11, glaube ich, war. Oder 10? 10? Nein, 11. Okay. Ach ja, die Musik ist schön, finde ich, oder? Von der Riesenschlucht? Ich finde schon. Ich finde, die ist echt schön. Hey! Ja. Und jetzt wollen wir verlassen. Und ja, wirklich gehen. Und unsere Belohnungen abholen. Vielen Dank für die Arena-Beere. Kein Ding. 600 Poke, na, Orange-Gummi und 40 Retterpunkte. Schön. 300 Poke und 40 Retterpunkte. Und wir kriegen Top-Elixier. Rot-Gummi. Oh, nice. Perfekt für Draki. Wir waren heute großartig. Ja, waren wir. Speichern. Am nächsten Morgen. Ah, okay. LOL, oh je, noch ein Erdbeben. Fuck. Jetzt hat es sich wieder gelegt. In letzter Zeit gibt es echt viele Erdbeben. Ja, liegt vielleicht an Groudon, würde ich mal sagen. Wir haben 355 Punkte. Ich glaube, auf 500 kriegen wir den Silberrang. Oh, hallo, früh auf dem Bein, Doki. Hast du eben auch das Erdbeben mitbekommen? Bei so vielen Erdbeben kann man nicht richtig schlafen. Ja, stimmt wohl. Hey! Was denn? Ah, Lombrero. Hey, Lombrero. Was ist los? Ich brauche euer Pokémon-Blatt. Wofür sammle ich gerade alle? Stimmt irgendwas nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Ein Tangelo hat alles zusammengerufen. Er hat auch die anderen Retterteams versammelt. Doki, gehen wir. Ja, sollten wir, glaube ich. Sollten wir, glaube ich. Oh, lol. Es gibt viele. Wow. Wow, sieh dir all die Pokémon an. Scheint, als hätten sie jede Menge Retterteams ausgeschickt, um zu helfen. Ich habe einige ziemlich berühmte Anführer aus weit entfernten Gebieten gesehen. Dieser Tangulas, was hat er mit allen Retterteams nur vor? Ich weiß es nicht. Und Vampi. Hallo, darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Es ist eigentlich nicht meine Art, das Ruder an mich zu reißen, aber... Entschuldigt, aber ich finde, uns läuft die Zeit davon. Wir haben ein Riesenproblem. Simsalas Team machte sich auf in die Tiefen dieser Welt. Und sie sind immer noch nicht zurückgekommen. Was? Wow, wow. Was? Das ist nicht wahr. Ja, leider. Simsala und sein Team brachen auf, um Rudern zu suchen. Growlern zu suchen. Und seitdem haben wir nichts mehr von ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, wir haben keine Ahnung, was mit ihm passiert sein könnte. Oh scheiße, keine Ahnung, wie ist das möglich? Wir sprechen hier von Simsala. Aber sie sind noch nicht zurückgekehrt, so viel steht fest. Ah, das ist wahr und es scheint, dass Groudon eine Klasse Zoo-Version für uns ist. Na was, ist es so stark, das Pokémon namens Groudon? Geh doch in die Höhle und überzeug dich selbst davon. Was, du machst doch Witze. Ah, da unten fließt überall Magma. Ja, da verbrenne ich doch bei lebendigem Leib. Ruhe, bitte seid ruhig. Tief unter der Erde lauern zweifellos sehr viele Gefahren. Es ist jedenfalls bestimmt kein Ort, an den jeder X-Beliebige hingehen kann. Deswegen warte ich so viele Retterteams, sich heute hier einzufinden. Ich schlage vor, dass wir ein Spezialteam der Besten von uns zusammenstellen. Okay. Wer meldet sich freiwillig? Wer von uns wird als Heldenteam das Abenteuer in den Tiefen dieser Welt auf sich nehmen? Doki, das ist eine großartige Gelegenheit. Lass uns das erledigen. Was ist, lieber Freunde? Was ist los mit dir? Kannst du bitte aus dem Weg gehen? Ihr seid sicher viel stärker geworden, als ihr war, aber es gibt ja draußen noch genügend Pokémon, die noch stärker sind. Okay. Will keiner vortreten? Ich werde gehen. Wow, das ist Turtok. Du meinst Dimitros Frontkämpfer Turtok? Die Wasserkanonen auf seinem Rücken erzeugen solchen Druck, dass sie sogar diese dicke Eisenplatten durchdringen. Es heißt Groudon. Sein Mond-Pokémon. Ich bin ein Wasser-Pokémon. Ich bin effektiv gegen Mond-Pokémon. Meine Hydro-Pumpe wird mit Groudon kurz einen Prozess machen.
Ich bin auch dabei. Wer ist denn das? Ah, wow, Octillery. Sie ist die Anführerin von Team Klammer. Ihre Spezialität sind hartnäckige und lähmende Attacken. Sie hält Gegner mit ihren Tentakeln und greift sie an. In jedem länger andauernden Kampf hat man sie lieber zum Freund als zum Feind. Schätzchen, wenn ich ein zähes Pokémon sehe, möchte ich es mit all meinen Tentakeln umarmen. Ihr werdet mich dabei wohl nicht vergessen. Hm? Ah, okay, das hat Geowatz gedacht. Wow, krass. Er ist der brutalste Kämpfer von Team Rumpelfels. Sein Körper ist hart wie Gestein. Er soll sogar Explosionen ohne Bleiben standhalten. Wenn Groudon erwacht ist, soll mir das nur recht sein. Ich benutze meinen Steinwurf. Dann bleibt er dort, wo er hingehört. Jo! Oh, Turtok, Octillery und Geowatz. Niemand wird diese Wahl in Frage stellen. Nein, das denke ich. Doch, eigentlich würde ich gerne dabei sein. Diese drei Retter werden sich also aufmachen, Simsala zu retten. Ja, gute Wahl. Ja, ihr repräsentiert uns alle. Wir wollen stolz auf euch sein. Woo! Yeah! Auf geht's. Turtok, ich bin der größte Fan. Du bist meine Entwicklung. Komm zurück. Turtok, nein. Schafft es für uns. Rettet Simsalas Team. Also seht ihr? Dieses ganze Team, überlasst es ihnen. Da kann man nichts machen, Doki. Ja, ich glaube schon, leider nicht. Ich wünschte, wir könnten euch auch mitgehen, aber es lässt sich leider nicht ändern. Das Team von Turtok soll sich um die Dinge dort unten kümmern. Und wir geben unser Bestes bei der Erledigung unserer Rettungsjobs. Ja, machen wir. Dann würde ich sagen, wir können keine neue Post bekommen. Nimm die Belebersamen wollen wir haben. Ach komm, verkaufe ich mal was. Ich glaube, wir haben irgendwas Unnötiges gefunden. Was bringt viel? Ein Spezialband bringt viel. Ja komm, verkaufen wir ein Spezialband, scheiß drauf. Ich will den Belebersamen haben. Ach komm, verkaufen wir das andere Spezialband auch noch, damit wir gleich noch in den anderen Laden gucken können. Wir wollen kaufen, bitte. Den Belebersamen. Brille haben wir schon zweimal im Inventar, also kaufen brauche ich das jetzt nicht unbedingt noch. Aber gut, lagern bitte. Das. Ach komm, einen können wir davon ablegen, das behalten wir. Das. Dim. Dann lagern wir noch schnell unser Geld. Ja, wir müssen jetzt auch wieder irgendwie 2-3 Missionen machen oder so. 10.400 Poke, das ist nice. Und dann kommt das Team von denen wieder zurück. Und, ja, dann können wir uns auf den Weg machen. Belebersamen. Was sind das für Missionen? C und C. Das ist eine C-Mission, das ist eine B-Mission, Feuerberg, okay. Eine D-Mission. Was kriegen wir hier? Top-Elixier, das ist irgendwie... Ich glaube, ich nehme den Frostwald. Einmal 300 Poke und noch was und einmal einen Belebersamen. Frostwald ausüben, ja, Mann. Let's go in the Frostwald. Frostwald ist so schön kalt. Das wird uns sicherlich freuen. Okay, eigentlich nicht wirklich, denke ich, aber egal. Gummi geben. Orangegummi. Die Kuh von Juhu steigt um 1. Zum Team. IQ prüfen. Was hat er denn dazu bekommen? Hat er irgendwas dazu bekommen? Nee, ne? Nee. Okay. Jetzt ist die Kuh einfach nur so gestiegen. Aber okay, gut, dann gehen wir noch schnell in die Frostwald. Das machen wir noch in dem Part. Dürften wir eigentlich noch... Ich denke, das schaffen wir noch. Ja, doch. Ich denke, das schaffen wir. Ich denke, das dürfte kein großes Problem darstellen. Oh, wie süß. Na, Tumerel. Was nichts aushält. Eine Sinelbeere. Genau. Items. Rotgummi werfen ist... Keine neue IQ-Fähigkeit, schade allerdings.
Da ist nichts, okay. Gehen wir weiter hier lang. Da ist die Treppe, nice. Frostwald E2. Dam, 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 dam. Okay, ein Visier. Joa. Mann, dein Ernst? Stirb. Stirb nicht, okay. Das war ein Befehl. Du sollst nicht sterben. Zack. Okay, du sollst doch sterben. Ich hab's mir anders überlegt. Es tut mir leid, Visenio. Es tut mir leid. Nein, da will ich nicht hin. Ich will hier lang. Ich wette, hier ist die Treppe nicht. Doch, ist sie. No, nice. Wir haben einen Lauf, Leute. Wir haben einen Lauf. Nice. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht sagen sollen. Okay, doch, vielleicht doch. Was war das? E8 und E9, ne? Ja, ich glaube schon. Wir sind schon mal in E4. Okay, E5. Alter. Das ist nice. Dann kriegen wir wieder 40 Retterpunkte, glaube ich, jeweils. Dadurch, dass es eine C-Mission ist. Und ja. Dito setzt Wandler ein. Rückkehr, okay. Treppe, nice. Nochmal, Alter. Was ist denn los hier, Leute? Geh da richtig ab hier mit den Treppen. Oh, okay, E7. Und gleich gefunden, Habitak. Hi, ne? Wie geht's dir? Alles fresh? Wir bringen dich raus mit unserer Zauberkraft. Ich schwinge meinen Zauberstab und du fliegst weg. Okay. Ja. Treppe, nice. Huah, Batz. Huah, Batz. Dein Ernst? Huah, Batz. Und Poke, nice. Schön. Da war's E8. Noch, ja. Und da oben ist... Alter. Was ist denn heute los? Es läuft ja richtig gut. Ariados, komm her. Hi. Nice. Gut, verlassen, ja wirklich gehen. Kraftband, mit Kraftband weggegangen. Wir haben 300 Poke, Kraftreserve und 60 Retterpunkte sogar, nice. Das ist schön. Belebersamen, nice. Und auch 60 Ritterpunkte, das ist schön. Wir waren heute sehr großartig. Ja, das waren wir auf jeden Fall, Draki. Auf jeden Fall. Ich hätte speichern sollen. Am nächsten Morgen. Ah, wieder ein Erdbeben wahrscheinlich, oder? Was? Ah, schon wieder ein Erdbeben, oh mein Gott. Wow. Oh, so viele Erdbeben, Alter. Ob sich das wohl irgendwann wieder gibt? Ich weiß es nicht. Doki! Am Pokémon-Platz gibt es einen Auflauf. Menschen, einen Pokémon-Auflauf. Alter, bist du Kannibale? Was ist denn los mit dir, Draki? Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Lass uns am besten sofort zum Platz gehen. Ja, machen wir, okay. Wir beenden den Part hier erstmal, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.